Hey Leute und herzlich willkommen zu der Folge am Freitag. Freitag ist ein guter Tag, das wisst ihr ja, den feiere ich immer ganz besonders, weil Freitag ist richtig, richtig geil. Aber Schande über mein Haupt, ich habe voll verpeilt, dass die letzte Folge, also die ihr am Mittwoch gesehen habt, die 100. Folge war von Sailing World. Und ich hatte mir eigentlich speziell für diesen Tag eigentlich was ganz Tolles ausgedacht. Was natürlich jetzt mega schief gelaufen ist, deswegen muss ich das jetzt in der 101. Folge nachholen. Ich würde sagen, wir benutzen diese Folge, weil heute ist ja auch Freitag, da habt ihr auch natürlich ein bisschen mehr Zeit und so weiter. Habt ihr natürlich die Möglichkeit, einen auf meinem Server einen Account zu bekommen. Das wird so eine Art Gewinnspiel quasi als Dankeschön. Dieses Gewinnspiel habe ich auf jeden Fall Erik zu verdanken. Erik ist der Spender eines Accounts, der mittlerweile, also der auf jeden Fall VIP Level 5 ist. Und da stecken quasi schon 100 Euro drin. Ne? Das ist VIP Level 5. Im Hauptteam befindet sich ein Blackbeard auf 1, ein Whitebeard auf 1 und ein Sengoku auf 1. So viel kann ich euch auf jeden Fall schon mal verraten. Und der Account ist zwar nur 2 Wochen alt, aber hat schon VIP Level 5. Und die Monatskarte geht, glaube ich, auch noch ein bisschen weiter. Also, wer Interesse hat, ne, diesen Account zu bekommen, muss Folgendes tun. Einmal unter das Video schreiben, ich will. Er muss das Video liken. Und wenn möglich, wäre natürlich super, wenn ihr das machen würdet, ist aber keine Pflicht, dieses Video zu teilen auf Facebook oder sonst irgendwas. Das wäre natürlich mega, mega geil, wenn ihr das tun würdet. Und ihr könntet natürlich noch, abonnieren. Also ihr müsst auf jeden Fall Abonnent sein, ne? Das wollte ich euch noch sagen. Also ihr könnt nicht, wenn ihr nicht immer einer meiner Abonnenten seid, dürft ihr nicht bei dieser Verlosung mitmachen. Unter allen Teilnehmern werde ich dann einen aussuchen, der diesen Account halt bekommt. Wie gesagt, es ist VIP Level 5 auf dem Server S3. Den Gewinner werde ich dann persönlich mitteilen, die Accountdaten, die er dann halt bekommt, um halt diesen Account halt weiter zu spielen. Und alles, was dazugehört halt, ne? Da bekommt ihr natürlich vollen Zugriff dann drauf. Ich freue mich auf jeden Fall mega schon drauf. Was ihr natürlich noch machen sollt, ihr sollt natürlich schreiben, ich will. Und auch warum ihr diesen Account wollt, ne, sollte auch noch dabei stehen. Also, warum glaubst gerade du, dass es für dich es wert ist, einen VIP 5 Account zu bekommen? Das möchte ich gerne in den Kommentaren lesen. Unter allen Einsendungen werde ich dann natürlich den Gewinner auslosen. Ne? Ich danke euch auf jeden Fall schon mal jetzt für die zahlreiche Teilnahme, weil ich denke schon, dass da einige dran teilnehmen werden, weil ein VIP 5 Account ist ja auch nicht einfach mal so eben zu bekommen. Klar, er ist erst 2 Wochen alt, aber er ist VIP Level 5. Ne? Und hat schon Sengoku drin, Blackbeard und Whitebeard. Also, es kann eigentlich nur... Oh, ich sollte einfach manuell spielen. Es kann eigentlich nur von Vorteil sein. Also, schreibt mir unter die Kommentare, warum gerade du derjenige sein solltest, der den VIP 5 Account auf dem Server S3 bekommen sollte. So, so viel dazu. Wir machen jetzt weiter beim Spiel. Wir sind jetzt hier auf dem natürlich bei den goldenen Splitter in der 3. Runde. Ich habe gerade voll verkackt am Anfang. Das war eigentlich gar nicht so geplant. Ich hoffe, dass ich das jetzt trotzdem noch schaffe, aber es sollte eigentlich kein Problem sein. Es ist 3 gegen 3, 2 gegen 3 und es sollte eigentlich locker noch zu schaffen sein. Ich freue mich auf jeden Fall, dass wir jetzt schon bei der 100. Folge von Sailing World angekommen sind. Als ich damals damit angefangen habe, war es quasi eigentlich nur ein Testlauf gewesen, ob sich das überhaupt lohnt zu Let's Playen. Ja, ob sich das überhaupt einer anguckt, ein Handyspiel sich anzugucken auf meinem Kanal, was sich über One Piece handelt. Und hätte nie gedacht, dass das erfolgreichste Spiel auf meinem Kanal wird. Das hätte ich echt nicht gedacht. Das hätte ich niemals möglich gehalten, ganz ehrlich nicht. Ich werde nicht drum schiffen, ich finde das total geil, ja. Ich meine, so passieren ja die meisten Unfälle. Ja. Etwas, was man nicht denkt, also wenn man sagt so, ja, das wird doch sowieso nie was werden. Mit einmal, boom, erste Folge, über 1000 Aufrufe. Und du denkst dir, alter Schwede, was ist hier gerade passiert? Und zack, bist du der Let's Player
für Sailing World. Auf jeden Fall im deutschen Bereich. Was soll ich sagen? Ich meine, ich habe ja auch mittlerweile auch ein paar Amis, die mir zugucken, wie ich schon gemerkt habe. Was ich natürlich mega, mega geil finde. Und ja, ich sag mal so, ich freue mich richtig, dass ich auch mal ein Spiel gefunden habe, wo ich halt so ein bisschen Fuß gefasst habe. So wie hier bei The Sailing World halt für One Piece. Finde ich das einfach nur total genial. Weil das mir auch ein sehr wichtiges Spiel ist, was ich sehr, sehr gerne spiele. Ich spiele ja hin und wieder auch mal andere Computergames und sowas alles, wo mich dann nach ein paar Wochen der Spielspaß einfach verlässt und ich das Let's Play halt einstelle. Also ich muss echt sagen, bei The Sailing World ist mir das noch nie passiert, dass ich gesagt habe, nee, heute hast du keinen Bock. Ich habe wirklich komplett die letzten 2 Jahre, jeden Tag, selbst im Urlaub, habe ich zugesehen, dass ich dieses Spiel spielen konnte. Und das ist eigentlich schon eher krankhaft, aber ist egal. Wir sind Zocker und wir dürfen das. Ne, Nerds und so. So ist das nun mal. Ja, so ist das. Auf jeden Fall hoffe ich, dass ihr sehr, sehr viel Glück haben werdet mit den Erlangen meines Accounts, beziehungsweise dem von Erik. Hier nochmal fettes Dankeschön an Erik, dass er diesen Account halt zur Verfügung stellt. Ich freue mich da schon tierisch drauf und ja, ich bin mal gespannt, wie viele Leute von euch auf diese Einladung quasi reagieren werden. Wäre auf jeden Fall mega, mega cool. So, ich hatte ja letzte Woche ja sehr, sehr viele Fails, kein Internet und sowas alles, was mir natürlich einen ordentlichen Rückschlag gegeben hat. Ich hoffe, das passiert mir in nächster Zeit nicht nochmal, weil dann wäre ich echt pissig. Und ja, muss halt. Zum anderen habe ich noch in der letzten Folge gefragt, was ihr denn gerne sehen wollt in der Zeit, wo ich im Urlaub bin. Entweder ein Charakter auf dem neuen Server halt anfangen und zeigen, wie schnell man halt von Level 1 auf Level 40 halt kommt. Und dann halt so ein bisschen so die Instanzen halt durchkloppt, was eigentlich ein bisschen langweilig wäre oder so. Und oder ich ziehe meinen Charakter hier so schnell wie möglich auf Level 114 und sehe zu, dass ich da halt den Story-Modus halt weiterspiele, der halt vielleicht sogar interessanter sein dürfte, weil er ein bisschen anspruchsvoller sein wird. Das könnt ihr natürlich alle selber entscheiden, also ihr müsst euch schnell entscheiden, weil ich muss nämlich langsam mit den Let's Plays anfangen, weil es ist ja bald soweit, noch einen Monat und so weiter und so fort. Und wenn ich Glück habe und ich komme aus meinem Urlaub, kann ich wahrscheinlich schon mein neues Auto abholen. Ich habe mir ein neues Auto gekauft. Ja, muss sein. Man muss ja für die Familie, muss man ja auch mal Opfer bringen, ne? Und auch mal ein schickes Auto kaufen. Und Papa hat sich direkt gedacht, wir kaufen direkt mal ein bisschen Spaßauto mit 250 PS, ne? Muss ja sein. Jetzt muss ich halt noch ein bisschen warten, bis das Auto halt fertig ist und so. Und dann kann ich das mir abholen. So, ja, also hier ist, ihr merkt schon, die Runden hier sind ein bisschen härter. Aber wir kommen ja auf jeden Fall noch durch. Wir haben es, glaube ich, gleich geschafft. Wenn nur noch Smoker, dann müssten wir eigentlich durch sein sogar schon. Ich habe das gar nicht mitgekriegt, die 2 Runden. Das geht jetzt irgendwie relativ flott. Habe ich gar nicht realisiert irgendwie, aber egal. So, wir zünden Whitebeard. Ich hätte jetzt eigentlich Whitebeard ziehen müssen statt Blackbeard, aber egal. Ist ja eh nicht mehr viel, was ich da machen muss. Boom. Lebt immer noch. So, jetzt ist er kaputt. So, und wir haben bekommen in der Kiste 5 Whitebeard Splitter und Smoker Gold. Das freut uns doch. So, als nächstes machen wir auf jeden Fall die 2 Jahre verschwunden. Wir wollen natürlich die ganzen XP aus dieser Runde halt mitnehmen. Und dass wir hier auf jeden Fall ordentlich viel haben werden. Und ja, gucken wir mal. Wird auf jeden Fall, denke ich mal, locker funktionieren. So. Ich bin ja mal gespannt, wie viel Van Ogre an Schaden macht, wenn ich mein Enel auf Gold habe. Dann kann ich nämlich beide direkt in der ersten Runde zünden. Das dürfte, glaube ich, so eine komplette Reihe komplett ausratieren. Also da dürfte gar kein Problem mehr mit bestehen, dass man da durchkommt. Dann ist das bestimmt auch eine mega geile Kombi. Weil so muss ich jetzt immer warten, quasi bis Enel 2 Runden überstanden hat, damit er in seine Ulti geht, damit ich Van Ogre ziehen kann. Und das würde ja heißen, ich würde eine Runde mit Van Ogre keine Ulti-Energie sammeln können. Das wäre natürlich ein bisschen blöd. Es sei denn, ich drücke schnell genug. Das kann natürlich auch sein. So, nächste Runde. Ich hoffe, dass ich heute auf jeden Fall Level 111 knacken werde. Da fehlt mir nicht mehr viel Energie für. Viel Energie für. Viel XP für. Vor allem, wenn ich diese Runden hier durchgeknallt habe.
sollte das eigentlich locker funktionieren. Das ist auf jeden Fall mega geil, dass man hier diese Runden zweimal durchziehen kann und die ganzen XP halt zu sammeln. Also echt mal Wahnsinn. Haben sie sich echt was Gutes bei einfallen lassen beim neuen Addon. Und wir sind jetzt auch erst bei der dritten Folge. Also ich weiß nicht, ob der Rest dann noch reicht für eine vierte Folge. Vielleicht eine etwas kleinere vierte Folge. Das kann natürlich, ist natürlich möglich. Wie gesagt, ob ihr die Samstag oder so. Ich mache eigentlich zu viel, was ihr in die Kommentare schreiben sollt. Das ist eigentlich viel zu viel. Ja, ich denke mal, unter diesem Video wird sowieso übelst viele Kommentare stehen, allein schon durch das Gewinnspiel. Also lasse ich diese Frage diesmal weg. Ihr müsst es das ja eigentlich schon bei der letzten Folge beantwortet haben. Deswegen lassen wir das mal. So. Das ist natürlich hier, die sind natürlich schon ein bisschen härter in dem Level, aber 200.000 XP, das ist so geil, das ist so mega Hammer. Aber die kommen auf jeden Fall locker durch. Nehmen wir mal Joker mit. Der sollte reichen, um die kompletten Viecher hier auszulöschen. Boom. Weg ist die erste Runde. Zweite. Ich glaube, es sind immer drei Runden, glaube ich. Aber auch mehrere Kämpfe. Das ist auf jeden Fall schon mega, mega krass. Ich kann natürlich diese Folge heute halt ein bisschen kürzer gestalten und dafür dann am Wochenende ein bisschen mehr Material haben, was ich euch dann halt zeigen kann. Das wäre natürlich auch eine Methode, die ich machen könnte. Ja, müssen wir mal gucken. So. Gucken wir mal. Ne? Sengoku, Kloppy weg. Jawohl. Noch zwei Kämpfe. Dann bin ich hier schon mal durch. Obwohl, ich glaube, ich muss die gar nicht kürzer gestalten. Wir sind nämlich gleich schon bei 12 Minuten. Und ich mache die Folgen ja meistens aber so 15 Minuten lang. Dann passt das. Dann kommt das, glaube ich, gerade so hin. Ah, das ist jetzt richtig mies. Ah, nee, doch nicht. Okay, ich dachte, er macht jetzt den gleichen Buff wie bei der anderen Instanz, dass man dann keinen Schaden mehr macht. Das wäre natürlich richtig böse gewesen jetzt. Aber ich glaube, der hat auch nur die zwei hier getroffen. Die anderen haben den Buff gar nicht. Ja, die machen nämlich kaum Schaden. Da muss man halt ein bisschen aufpassen. Das ist natürlich richtig mies. Jetzt machen die beiden keinen Schaden mehr. Da sollte man auf jeden Fall so schnell wie es geht oben die Ecke freiräumen, damit dieser Buff nicht durchkommt. Aber so sieht schon wieder ganz gut aus. Hier können wir nochmal Enel wegrotzen. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt schon die letzte Runde ist, oder? Ja, das war schon die letzte Runde. Und wieder 200.000 Erfahrung. Seht ihr, ich habe gleich schon Level 111 geknackt. Finde ich richtig geil. Läuft auf jeden Fall. So, nehmen wir mal Spully mit. Spully macht auch gut Damage. Den nehmen wir natürlich direkt mit. Boom! Direkt die erste Runde. Drei Leute weggekrittet. So schnell kann es gehen. Das ist Spully, meine Damen und Herren. Spully! Der richtig geile Checker hier. Läuft auf jeden Fall. Sein Charakter ist echt mega geil. Also ich finde ihn, ich finde eigentlich, Shanks finde ich sowieso richtig geil. Ich würde ihn ja gerne echt haben. Ich würde ihn auch gerne auf Gold haben. Aber dafür muss man so viel Geld investieren und ganz ehrlich, das Geld habe ich nicht. Ich habe es einfach nicht. Deswegen muss ich leider auf Shanks verzichten, was ich eigentlich ziemlich schade finde. Ich fände es eigentlich besser, wenn ich den halt auch spielen dürfte. Ne? So, jetzt haben wir, warte mal, was haben wir denn hier? Wir haben ja auf jeden Fall die erste Runde habe durch. Und jetzt wären wir hier quasi bei der zweiten Runde, die ich aber euch erst in der nächsten Folge zeigen werde. Weil wir werden jetzt Ende machen, dann haben wir nämlich noch für Samstag oder Sonntag halt noch eine Folge extra. Ich danke euch fürs Zuschauen. Das war der Freitag. Schönes Wochenende, Leute, und bis zum nächsten Mal. Ciao.